Hä? Moment mal, was? Also, ich bin hier. Hier war dieser U-Turn, wo es runterging, und ich glaube, hier geht die Höhle weiter. Hier war ein Eingang, den habe ich noch gar frei gemacht. Übrigens, das Spiel merkt sich, wo man schon, oder welche Blöcke man schon abgebaut hatte, welche Steine, was ich cool finde, aber auch ein bisschen unheimlich. Ja, und hier in der linken Zelle war ein Stein, den man bewegen konnte. Das hatte ich scheinbar noch nicht getan. Und ja, jetzt ist hier natürlich... Ah ne, man kommt so da hoch. Ja, aber müssen wir gar nicht. Wir können wahrscheinlich einfach so da... Nein. Brauchen nicht das Loch. Und da sollte jetzt... etwas sein, was den Ausflug wert war. Die Helia-Rüstung. Diese Rüstung wurde einst von helianischen Soldaten getragen. Ein wahres Meisterstück der Schmiedekunst, die ihrem Träger einigen Schutz bietet. Sehr schön. Sehr schön. Sofort anziehen. Können wir sehr gut gebrauchen. Genau dafür bin ich hergekommen. Und ja, ihr könnt es euch schon denken, die Helia-Hose war hier. Die Helia-Rüstung. Also wahrscheinlich auch noch der Helia-Helm. Na, ich vermute... Also ich bin in diesem Raum, wo das ganze Leuchtgestein war. Welches übrigens keine Leuchtsteine abwirft, wenn man es zerschlägt. Aus irgendeinem Grund. Ich vermute mal, hier hinter ist noch was. Das sieht sehr suspicious aus. Dieser Durchgang insbesondere. Oder diese Wand. Als ich gehört habe, ich habe hier was übersehen. Oder als ich das bemerkt habe, war das hier auch... so ziemlich die erste Wand, die ich verdächtigt hatte. Und tatsächlich, hier ist was dahinter. Bisher nur ein paar Horrorblends, okay. Aber da oben sehe ich doch eine Truhe. Und... das könnte sehr gut die Truhe sein, die wir suchen. Einmal öffnen, bitte. Nein, es ist eine Lanze mit Ritterhändebrade. Nicht das, was wir brauchen. Macht aber ganz gut Schaden und hat eine hohe Reichweite. Das heißt, vielleicht sollte ich es gegen dieses hier austauschen. Und dann verwenden. Und ja, ich weiß, da will jemand einen Stein auf mich werfen. Soll er ruhig. Muss ich vielleicht alle hier drin besiegen? Ist das ein Gegnerlager? So, einmal nach da oben bitte. Zack, zack, zack. Mitnehmen. Hm. Ah, da haben wir eine zerstörbare Wand. Kümmere ich mich gleich drum. Erstmal müssen die... What the hell? Könnt ihr mal aufhören, mich ständig zu one-hitten in diesem Spiel? Das ist ja deprimierend. Ah, hier respawnen wir. Okay, das geht noch klar. Ich hab's mir schlimmer vorgestellt. So, einmal zur Seite bitte. Nicht schon wieder. So, Moment. Kann ich nicht... Bam, Junge! Spreng dir deinen Hintern weg! Ich sollte nicht die ganz schweren Geschütze auffahren, weil wir haben noch einen Stahlhinox vor uns. Und die ganz schweren Geschütze hätte ich gerne für den übrig. Ja, bevor du mich nochmal schlägst, ne, wisst ihr Bescheid. Zack, zack, zack. Ich denke mal, das, was wir suchen, also ein Helia-Helm, der ist da hinter der einen zersprengbaren Wand, hinter der einbrüchigen. Da kommen wir die Lanze hier noch. Zack, zack, zack. Geh doch drauf, sag mal, in der anderen Höhle waren die doch fast sogar One-Hit, diese Viecher. Warum sind denn die hier so stark? So, da können wir sowieso mal die Bombe reinjagen. Hatten wir eh noch vor da oben. Lass mich bitte einmal nach da oben. Und hier ist... naja, ein bisschen Erz. Vielleicht ein bisschen mehr als ein bisschen Erz? Nee. Gut, aber vielleicht war das auch eine andere
Welche Gewand ich da gesehen habe, möchte ich jetzt gar nicht ausschließen. Das ist auf jeden Fall ein großer Nebenraum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier ansonsten nichts sein soll. Wieso mache ich eigentlich nicht den hier? Na. Bin ich auf die falsche Taste gekommen. Es war so jetzt nicht geplant. Gut, ich erkunde den Raum ein bisschen, erledige die Gegner. Und wenn ich was finde, dann zeige ich es euch. Und wenn nicht, dann halt nicht. Oh, Maxi-Treppe. Oh, nochmal Maxi-Treppe. Okay, also ich habe jetzt hier alles untersucht. Jeden Leuchtstein abgebaut, sonst was. Soweit ich das sagen kann, ist hier nichts. Gut, dann gehen wir weiter. So, hier sind wir nun an dem Ort, wo der Stalinox auf uns wartet. Der kommt gerade so, hat. Kann der nicht vielleicht eine Kiste fallen lassen? Also, der normale Hinox hat es, glaube ich, nicht getan. Aber vielleicht sind ja Stalinoxe anders in Tears of the Kingdom. Und der hier lässt jetzt eine fallen, eine Kiste. Also dann wäre es auch möglich, dass er den Helm gibt. So. Weg hier. Wir haben ihn zum Leben erweckt. Und jetzt wird es Zeit, das stärkste Geschütz auszufahren. Und daneben zu schießen. So. Halt. Diese Waffe hätte ich gerne. Die habe ich mir extra für dich aufgehoben. Passenderweise den Hinox-Hammer. Weißt du doch, oder? Ja. So. Weg hier. Ich weiß, du machst gerne eine Arschbombe und dann bin ich ein bisschen platt davon. Boah. Ich hätte halt kaum Bewegungsfreiheit. Na. So. Zack, 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 zack. Bam, Junge. Und weg da, oh no, oh no. Als ob, ich hatte volles Leben. Boah. Ah, das ist ätzend. Okay, nochmal. Wisst ihr, was mir gerade so kommt? Was will er eigentlich tun, wenn wir die ganze Zeit hier oben stehen? Also, ich habe, glaube ich, genügend Pfeile, um ihm ordentlich mitzugeben. Und ich habe auch außerdem genügend Bögen. Also was genau will er tun, wenn ich einfach hier bleibe? Ja, okay, kann. Wo hast du das überhaupt her? Das steht hier nicht mal irgendwo. So, auf ein neues. So. Ja, komm, wir nehmen schon den hier. Also, bisschen kleiner und wendiger. Vielleicht mache ich mit dem mehr Damage pro Sekunde, aber natürlich nicht, wenn ich nicht mal treffe. So, was wirfst du nach mir? Deine Gerippe. Herzlichen Glückwunsch. Normalerweise würde ich sagen, das ist auch eine endliche Ressource. Nachdem der hier aber auch einfach TNT-Fässer herzaubern kann, scheinbar. Also jedenfalls wären sie mir echt nicht in diesem Raum aufgefallen, bevor. Bin ich mit solchen Aussagen mal ein bisschen zurückhaltend. Die Wirbelattacke ging jetzt auch nicht so richtig durch. Abhauen, abhauen, abhauen. Ja, wirf dein Gebein auf diesen Haufen da. Auf die Felsen. Boah. Das war doch nicht. Das nervt mich so sehr, dass man limitiert ist nach oben hin, wisst ihr? Und wenn ich ihn jetzt anvisiere. Ey! Anvisieren, habe ich gesagt. Ach.
dann nicht so hochziehen kann, wie ich müsste für das Auge. Wofür gibt's diese Hilfe überhaupt, wenn ich... Achso, ja, das ist normal. Das kann passieren. Ich war gerade sehr verwundert, dass ich wohl scheinbar ihn in einem Schuss so viel Schaden gemacht habe. Also das Problem ist, du gehst jetzt unaufhaltsam wieder zurück in seinen Schädel. Na gut, aber wir haben ihn tatsächlich... Ach, sei doch nicht clever. Wir haben ihn tatsächlich noch ein bisschen Schaden angerichtet. Nein, du sollst ihn analysieren. Kannst du nicht stehen bleiben irgendwie? Genau so. Oh, wieso visiert er den denn nicht an? Ja, ich weiß, ich bin zu weit weg, aber... Das ist doch lächerlich. Ich bin 3 Meter weiter. So. Nein, du sollst nicht... Verteidigungshaltung gehen. Ach, Link. Was bist denn du für ein Held? Easy. Oh, schwere Geburt. Aber wir haben es geschafft. Ich denke nicht, dass er... Nee, dass keine Kiste fallen. Ich meine, woher soll er den auch haben? Man sieht ja bei dem Stalinox alles, weil er ist ja ein Skelett. Und apropos Stalinox, wir haben bekommen ein Stalinox-Horn. Das Horn hat offensichtlich schon manchen Schädel durchbohrt. Befestige es an einer Waffe, um die Angriffskraft extrem zu erhöhen, um 29, um genau zu sein. Oder verkoche es mit Kleingetier zur Medizin. Und ein Ritterschwert. Als ob wir das noch nicht hatten. Die Ritter von Hyrule waren einst mit diesem Schwert ausgerüstet. Es ist leicht zu führen und verfügt über erhöhte Angriffskraft, wenn dir nur noch ein Herz oder weniger verbleibt. Sehr schön. Damit haben wir jetzt einiges an neuem Zeug bekommen. Das heißt, ich kann das nicht aufheben. Als ob. Ich dachte, mein Inventar wäre quasi leer jetzt. Gut. War jetzt aber halt auch nicht der Helm, aber immerhin ein Stalinox und oh. Bevor ich vergesse, das muss natürlich hier dann abgeändert werden. Ja, ich sehe mich mal weiter hier um in der Höhle.